Mein Name ist Abdul El-Khatib, ich bin 21 Jahre alt. Abdul ist eigentlich mein Spitzname. Man sagt eigentlich Abdurrahman, aber die Leute hier können das nicht aussprechen. Und deshalb musste ich mir einen Spitznamen aneignen. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Schmeckt. So, das läuft gerade im Fernsehen. Wir Muslime sind gerade im Monat Ramadan. Wir fasten und man fastet von morgens bis zum Sonnenuntergang. Es ist gerade kurz vor drei. Ich trinke noch meinen letzten Schluck Wasser. Ja, im Sommer verzichtet man lieber auf Essen und trinkt lieber Wasser. In ein paar Minuten beginnt das Fasten. Da dürfen wir kein Essen mehr zu uns nehmen, kein Trinken, nicht mehr rauchen. Ja, ich gehe gleich zur Moschee. Mein Vater ist schon vorgegangen und ich gehe jetzt gleich los und schließe mich den Muslimen an, die bereits in der Moschee sind und Koran lesen. Und ja, dann beten wir gemeinsam das Morgengebet. Den Weg muss ich noch laufen. Ich verdaue ja jetzt schon alles, was ich gerade gegessen habe. Wenn man in die Moschee kommt, also sagen wir, ich muss ja nicht in der Moschee meine Waschung machen, ich kann es auch zu Hause machen. Aber ich mache es lieber in der Moschee, weil wenn ich auf dem Weg zur Moschee halt Abgase rauslasse, dann muss ich wieder, also das alles muss sauber sein, auch ganz Kleidung und so. So, wir sind jetzt mit dem Morgengebet fertig. Ich gehe jetzt nach Hause. Es ist bereits 4 Uhr. Und ja, ich wollte mich jetzt ein bisschen hinlegen. Ja, ich kann ja nicht schlafen. Deswegen höre ich noch ein bisschen Koran, bevor ich schlafen gehe. Das hilft mir, mich zu entspannen. Und dann kann ich in Ruhe schlafen. Guten Morgen, Leute. Wie ihr vielleicht hört, bin ich gerade erst aufgestanden. Ich habe 3 Stunden geschlafen. Ich muss jetzt schon aufstehen. Ich gehe gleich ins Bad und mache mich fertig zum Freitaggebet. Ich habe noch ein bisschen Zeit, deswegen bleibe ich noch 10 Minuten im Bett. Und dann stehe ich endgültig auf. Also Ramadan ist eine Pflicht für jeden Muslim. Wir fasten 30 Tage lang. Aber nicht jeder muss fasten. Zum Beispiel Frauen, die schwanger sind, müssen nicht fasten. Frauen, die ihre Tage haben, dürfen nicht fasten, auch wenn sie wollen würden. Aber die müssen das dann später nachholen. Die haben bis zum nächsten Ramadan dann Zeit, das nachzuholen. Also. Und ja, ältere Leute auch nicht. Und Reisende übrigens auch nicht. Also die verreisen. Wir müssen auch nicht fasten. Während wir fasten, denken wir auch an die armen Leute, die hungern müssen. Und ja, wir fasten ja bis zum Sonnenuntergang. Die anderen fasten ja fast das ganze Leben.
Es gibt keinen anderen Monat, wo wir uns mit der Familie so zusammen hinsetzen wie im Monat Ramadan und gemeinsam frühstücken, gemeinsam das Fasten brechen, weil dieser Monat bringt uns alle wieder zusammen und ja, es gibt wirklich nichts Schöneres. Ja, dann ist ja auch mal. Und du hast ja. So, wir sind jetzt in der Moschee angekommen. Wir gehen jetzt hoch. Du darfst leider nicht mitkommen. Ja, Frauen haben da halt nichts zu suchen. Es sind jetzt nur Männer da. Für euch gibt es eigentlich einen eingerichteten Raum. Aber ja, nur wenn du beten willst natürlich. Aber der Kameramann kann ruhig mitkommen. Und ja. Ja, genau. Jetzt wird sich erstmal das Freitagsgebet. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر Also ich bete fünfmal am Tag, aber ich schaffe das nicht immer in die Moschee zu gehen. Und ja, also mein Vater ist da viel fleißiger als ich. Und er wünschte sich auch, dass ich ein bisschen mehr mache, sozusagen ein bisschen. Ja, ihm ist alles wichtiger als, also das Gebet und so ist ihm viel wichtiger als Geld und alles. Also wenn es nach ihm ginge, soll ich erstmal in diese Richtung gehen und danach. Also ich soll ja nicht jetzt nichts machen, aber ich soll auch da was tun, also für das Leben nach dem Tod was machen, sozusagen. War verbrannten die aus? Also ich kaufe gerade für meine Mutter ein. Es ist nicht immer so. Also es ist immer so, dass ich einkaufe. Es hat nichts mit Ramadan zu tun. Ich unterstütze halt meine Mutter. Es hat auch einen hohen Wert, weil die Mutter Kredit legt unter den Muttersfüßen. Wie oft ich den Koran lese, im Monat Ramadan öfters als in den ganzen Monaten davor. Ein anderes Arabisch, das ist halt Hocharabisch und das verstehe ich nicht wirklich. Ich musste halt auch jemanden haben, der mir das erklärt, was da steht. Also der Koran wurde ja im Monat Ramadan herabgesandt, ne? Und ja, deswegen ist es auch was Besonderes. Thank you.
Das mit dem Gemeinschaftsgefühl meine ich, ja. Wir sitzen alle zusammen. Wo die Sonne untergegangen ist, da haben wir Wasser und Datteln, also Wasser haben wir getrunken, Datteln haben wir gegessen. Damit haben wir unser Fasten gebrochen. Dann sind wir beten gegangen und dann ging ich später zum richtigen Essen und dann ja, habe ich mich voll gegessen. Sieht man ja irgendwie jetzt, oder? Na, jetzt bin ich satt und jetzt habe ich noch 6 Stunden oder so, bis ich wieder fasten muss. Ja, also das letzte Gebet ist Aisha. Das Aisha-Gebet ist halt das Nachtgebet. Da betet man halt das Nachtgebet fertig. Und nach dem Nachtgebet findet das Tarawih-Gebet statt. Und das dauert circa 1 Stunde. Mir gefällt am besten an Ramadan, dass ich den ganzen Tag nichts zu essen und nichts zu trinken kriege und dann am Abend halt die Erlösung sozusagen kommt und ich dann trinken darf und essen kann. Und dann schmeckt alles halt viel besser. Es kann nicht sein, dass dauernd immer Sachen weggeschmissen werden, wo andere kein Essen bekommen. Und wir geben uns nicht mal mit, mit dem zufrieden, was wir so haben. Und ich glaube, die Leute lernen sowas dann zu schätzen. Ja Leute, es ist 2.15 Uhr, gleich beginnt das Frühstück, denn gleich beginnt auch ein neuer Fastentag. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, einen Tag mit mir mitgekommen zu sein, was ich alles so unternehme an einem Tag. Und ja, ich gehe jetzt frühstücken, ihr bleibt aber hier.